Herzlich willkommen bei Steine im Weltall. Wir sind heute mal wieder am Basteltisch und beschäftigen uns mit einem irdischen Thema, nämlich mit einem neuen Modell aus der Speed Champions Serie. Das ist der Toyota Gazoo Racing Supra, Set Nummer 76901. 199 Teile, Schachtel von außen, nichts Besonderes, ein paar schöne Bilder drauf. Auf der Rückseite auch ein Foto vom richtigen Auto, das man zurzeit kaufen kann. Bauabschnitte teilen sich in zwei Schritte auf, dementsprechend in Tüten verpackt. Ein Stickerbogen liegt dabei, eine Anleitung liegt dabei. Die ist gut bebildert, gute Qualität. Die Felgen kann man zwei auswählen und natürlich Besonderheit ist das Mittelteil. Dann starten wir mal mit dem Speedbuild. Wir sind schon mitten dabei. Es geht los. Als erstes baut man eine Minifigur. Man hat hier wieder die Wahl zwischen Helm oder Frisur. Das kann man dann für sich selber entscheiden, was man möchte. Es steckt ein kleiner Werkzeugschlüssel dabei. Und ja, dann beginnt der Bauspaß. Wie gesagt, 199 Teile steckt man grob zusammen. Ein paar Ersatzteile liegen noch dabei. Sehr, sehr schön zu sehen. Die Farbseuche hält sich wirklich in Grenzen. Das heißt, man hat zwar ein paar weiße Teile dabei, ein paar graue Teile, aber man ist verschont von irgendwelchen pinken Bausteinen. Ich habe ja gehört, pinke Bausteine sind immer dann drin, wenn der Entwickler einen unterbringen konnte, dann gibt es einen Kuchen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich finde die Idee aber ganz witzig dahinter. In dem Fall kein Kuchen für den Entwickler, aber ein Dankeschön von mir für ein wirklich schönes Set. Kaufen kann man das Set ja ziemlich überall, ganz egal, ob man es online bestellt oder beim lokalen Fachhändler. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Ein Gruß geht raus ans Steinelädle in Reutlingen, wo ich dieses Modell gekauft habe. Aus dem Grund auch unten rechts ein kleines Werbeschild eingeblendet. Gekauft habe ich selber, ich wurde nicht gesponsert. So viel zur Transparenz. Ja, Qualität der Steine. Keine Farbabweichungen, die Scheiben sind nicht verkratzt, die Teile halten Lego-typisch super. Keine Fehlteile dabei gehabt, keine Fehlgüsse dabei gehabt. Würde mich vom, ich sage jetzt mal, Klassenprimus auch etwas überraschen, wenn das so der Fall wäre. Ich habe eigentlich in den ganzen Jahren, wo ich was aufgebaut habe, noch nie Fehlteile bei egal welchem Set gehabt, aber gut. 8/2, wie die neueren Modelle, wie zum Beispiel der Audi Quattro auch. Es sind bedruckte Teile dabei. Und zwar sind es zum Beispiel die Gazoo Racing Fliese am Heck und auch unten dieser kleine G-Slope. Leider Gottes sehr viele weitere Teile als Aufkleber. Das heißt, man sieht mich auch während dem Aufbau immer mal wieder den ein oder anderen Sticker anbringen. Die sind durchnummeriert, steht in der Anleitung immer gut dabei, welchen Sticker man wo aufbringen muss. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Der Aufbau selber geht relativ zügig vonstatten. Ich habe knapp eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Man sieht mich jetzt hier nur mal ein paar Sticker anheften. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die können das viel, viel besser wie ich. Da möchte ich mich jetzt gar nicht drüber streiten. Ich finde Sticker eigentlich immer furchtbar, aber gut. So, kurzes Fazit zum Set. Das sind die Ersatzteile. Es sind also ein paar Fliesen übrig. Der zweite Satz Felgen liegt dabei. Zwei bedruckte Teile sind noch dabei, was ich, wie gesagt, schade finde, dass es bedruckte Teile übrig bleiben. Und ja, aber gut, genug davon. Das Modell selber wunderschön zusammenzubauen, sieht meiner Meinung nach richtig, richtig gut aus. Es ist ein Toyota, so wie er sein soll. Darf ich als Fan der Marke sagen, ich fahre selber auch so. Also kein Supra, aber ein Toyota. Schön natürlich die Aufkleber, trotz allem, dass es Aufkleber sind, aber sie sind stimmig zum Modell. Nur schade vorne, wie gesagt, dass die Frontscheinwerfer eben Aufkleber sind. Ja, kurzes Video zum Mittwoch. Danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein beim Aufbau. Falls euch das Set gefällt, bin ich doch auch ein kleiner Fachhändler bei euch um die Ecke. Danke fürs Einschalten nochmal. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Abo und Like da lassen, freue ich mich wiederum sehr. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, dann wieder auf Pandemica und bis zum nächsten Mal bei Steine im Weltall.